Die Miliz gewinnt an Bedeutung, weil sich auch die Bedrohungen verändern. Ich möchte daran erinnern an die kritische Infrastruktur, wo ja die Kernaufgabe auch ist, der Miliz diese zu schützen. Durchaus ein realistisches Szenario auch, wo die Miliz auch unabdingbar ist. Aber auch in vielen anderen Bereichen, ich spreche an den Assistenzeinsatz an der Grenze oder auch den Auslandseinsatz, der ohne Milizsoldaten nicht erfüllbar wäre. Stift Martin ist mein Name, Dienstgrad Vizeleutnant. Ich bin Dienstführender eines Jägerbataillons, eines Milizjägerbataillons. Und meine Zivilfunktion, ich bin Geschäftsführer im Luftfahrtbereich eines Unternehmens. Ich bin bei der Miliz aus Überzeugung, weil ich der Meinung bin, dass wir als Staatsbürger auch dazu beitragen müssen, dass wir unsere staatsbürgerlichen Pflichten verteidigen können. Weil es ganz, ganz wichtig ist, dass es diese enge Verschränkung gibt. Es ist eine Win-Win-Situation. Die Unternehmen gewinnen deshalb, weil ihre Mitarbeiter mit Führungskompetenz, auch mit Durchhaltevermögen zurück in den Dienst kehren und auch etwas lernen im System Bundeswehr. Und umgekehrt gewinnt der Soldat, weil ohne das Unternehmen, das hier mitspielt, auch gewisse Dinge in der Miliz nicht möglich wären. Man muss Danke sagen an die Unternehmen, heute auch schön, diese Awards vergeben zu dürfen. Ich hoffe, es bleibt auch dabei und die Bewerbungen schnell nach oben.